Klimakrise ist eine globale Krise und Politiker ignorieren dieses Problem nicht nur, sondern verhindern aktiv deren Lösungen. WissenschaftlerInnen haben die 1,5-Grad-Grenze festgelegt, bei welcher unser Ökosystem seine Intaktheit behält. Alles darüber hinaus wird irgendwann dazu führen, dass unser Ökosystem kollabiert. Ich möchte nur so in den Raum werfen, dass nicht eine der momentan regierenden Parteien ein Wahlprogramm hat, welches diese 1,5-Grad-Grenze einhält. Dieses Verhalten der PolitikerInnen ist unzureichend und deswegen müssen wir diesen Freitag wieder hier stehen. Vor kurzem wurde ein wissenschaftlicher Bericht veröffentlicht, welcher vorhersagt, dass wir nicht einmal die 2-Grad-Grenze einhalten. 2 Grad. Wir befinden uns im größten Artensterben seit den Dinosauriern. Es gibt jetzt schon Bereiche bei mir auf dem Acker, also mir und meiner Familie, bei uns auf dem Acker, wo kaum noch etwas wächst. Da ist also in den letzten 3, 4 Jahren, in den schwierigen Jahren, wo wenig Regen gefallen ist, ist das Wachstum immer mehr zurückgegangen. Und das ist ja so ein Teufelskreis. Von Kipppunkten brauche ich hier keinem was erzählen. Und ich bewerte das eigentlich bei uns so als ein Mikrokipppunkt. Also der Acker ist schlecht, da ist wenig gewachsen, weil wenig Niederschlag war. Dann bei der Ernte fällt ja auch wenig Stroh hin oder gar nichts. Und die Getreidestoppeln, die man dann einflücht, die Humus bilden sollen, die sind dann auch nicht da. Das heißt also immer weniger Humus im Boden. Und weniger Humus heißt auch weniger Fruchtbarkeit und weniger Wasserspeicherkapazität im Boden. Und wenn da keine Wasserspeichermöglichkeiten sind, dann erntet man im nächsten, im darauffolgenden Jahr noch weniger. Das ist also ein Kipppunkt, wie die anderen Kipppunkte auch. Es ist, was die Landwirtschaft angeht, 5:12 Uhr, wahrscheinlich später. Und dass trotz dieses Klimawandels weiterhin Politik betrieben wird und gehandelt wird, als gäbe es den Klimawandel nicht. Das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung bis zum Jahr 2030 auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist kaum noch zu erreichen. Wir werden es nur dann erreichen können, wenn es uns gelingt, die CO2-Emissionen drastisch herunterzufahren.